Ein schrecklicher und deprimierender Gedanke. Mir fehlt plötzlich jegliche Neigung zum Schreiben. Ich verspüre den Drang zu schreiben nicht mehr, seit ich mich mit der Psychoanalyse beschäftige. Und bislang bringt die Analyse nur das Leiden, die bittere Erkenntnis und Enttäuschung mit sich. Ich bin ein Arzt. Ich heiße Sie in unserem Institut herzlich willkommen. Sie verabscheuen meine mittelalterlichen Methoden. Ich habe eine Patientin. Sie heißt Gisella Klein. Ich meine, haben Sie das schon einmal gespielt mit einem anderen Arzt? Ich spiele nicht mit anderen Ärzten. Sie sind interessiert an meinen Tagebüchern. Ich möchte, dass Sie sie ganz sorgfältig lesen. Ihre Aufzeichnungen sind sehr interessant. Wissen Sie das eigentlich? Sie haben mit dem neuen Doktor kopuliert und dafür werden Sie sterben. Das ist offenkundig völlig widersinnig. Niemand kann irgendjemandes Tod vorhersagen. Wieso wollen Sie sie am Schreiben hindern? Ich habe diese Einrichtung aus dem Nichts erschaffen und zwar ganz allein. Und ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich sie zu leiten habe. Es ist mir gleich, was Sie wollen oder was Sie nicht wollen. Sie saugen mir Tag für Tag meine Kraft aus. Sie... Ich kann es riechen. Den Teufel. Er verlangt von mir, dass ich ihm diene. Sie haben sich tief in mich hineingefressen. Sie haben mein Leben eingenommen. Sie mischen sich in meine Behandlung ein. Derzeit bin ich der Direktor dieser Einrichtung. Das berechtigt Sie nicht. Doch, das tut es.